Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Yoga. Heute habe ich euch einen Flow mitgebracht für mehr Flexibilität. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Platz nach rechts und links, deine Yogamatte und vielleicht einen Block. Und dann bist du auch schon perfekt vorbereitet. Bis gleich. Wir starten für diesen Flow erst einmal in der Kindeshaltung und gerne mach dafür die Knie weit. Schieb die Arme lang nach vorne raus. Kannst so ein bisschen von rechts nach links kippen mit deinem Becken, um dir ein bisschen mehr Länge zu verschaffen. Und dann nimm hier ein paar tiefe und ruhige Atemzüge. Dein Oberkörper darf tief sinken. Deine Stirn liegt auf der Matte. Du genießt diesen ersten Moment der Ruhe. Komme dann langsam aus dieser Haltung zurück, bring deine Knie etwas enger und finde den klassischen Vierfußstand mit den Händen unter deinen Schultern. Einatmend hebst du dein Brustbein. Und im Ausatmen schieb dich in den Katzenbuckel, zieh den Bauchnabel nach innen. Einatmen wieder in die Rückbeuge, Herzraum heben. Ausatmen, schieb den Boden nach unten, zieh den Bauch nach innen. Nochmal in die Rückbeuge einatmen und ausatmen, einmal mehr ganz rund werden. Darfst du in deine neutrale Position zurückkommen. Bringst dein linkes Bein nach hinten raus und setzt den Fuß hinten zur Matte. Und hier schiebst du so ein paar Mal deine Ferse mehr Richtung Boden und findest hier eine schöne Dehnung für deine Wade. Kannst auch so ein bisschen hier Gewicht verlagern an der Stelle, die eine gute Dehnung für dich ist, vielleicht einen Moment mal bleiben. Und dann wechseln wir die Seite und du streckst dein rechtes Bein nach hinten. Hier immer wieder die Ferse zum Boden schieben, die Wade schön aufdehnen. Nochmal hier einen tiefen Atemzug nehmen und dann das Knie zurückstellen. Einatmen, nochmal dein Brustbein heben und im Ausatmen schieb dich in den herabschauenden Hund, indem du deine Beine abwechselnd verlängerst, auch hier Fersen zum Boden schiebst, mal in die Länge deiner Beinrückseiten spürst, wie viel Platz da gerade ist. Und dann komm hier in die statische Position, leicht gebeugte Knie, ganz langer Rücken. Tiefe Atmung. Setz den rechten Fuß nach vorne, bring dein linkes Knie zum Boden und heb die Arme nach oben. Einatmen. Und senke dein Becken etwas tiefer nach vorne in der Ausatmung. Bleibe hier, streck dich lang. Und im Ausatmen bring deine Hände zum Boden. Heb den rechten Arm zur Seite und nach oben, atme tief ein und platziere dann die Hand innen an deinem rechten Fuß. Wander beide Hände weg von diesem Fuß auf deine linke Seite, soweit du kommst, für eine schöne Dehnung in deiner rechten Flanke. Tiefer Atemzug und dann langsam zurückwandern nach vorne. Und streck deinen rechten Arm jetzt mal unter deinem rechten Bein aus, komm gern auf Fingerkuppen. Und zieh die Hände weit auseinander. Herzraum sinkt ein Stückchen tiefer zum Boden. Und dann löse langsam auf. Komm auf deine Hände zurück. Schieb dich in deinen dreibeinigen, herabschauenden Hund. Und setze Fuß neben Fuß. Einen Moment tief durchatmen. Beide Füße nach vorne stellen, für die halbe Vorbeuge einatmen
in die ganze Vorbeuge, atme aus. Dann rollst du Wirbel für Wirbel nach oben, heb die Arme mit über dem Kopf, zieh dich lang und dann greif mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk, dehn dich nach links und greife um, dehn dich einmal nach rechts, zur Mitte und einmal nach hinten, ein bisschen in die Rückbeuge gehen, ausatmen, schon wieder in die ganze Vorbeuge zurück. Streck den Rücken lang, atme ein und falte tief, atme aus. Setz beide Hände zum Boden, mach zwei Schritte nach hinten in deine Brettposition, schieb deinen Boden ganz tief, dann die Knie, Brust und Kinn absetzen. Schultern zurückrollen in Bauchlage, Cobra einatmen und ausatmen, lang vor dir ablegen. Hände etwas weiter rechts und links setzen, nochmal Cobra etwas größer diesmal und ausatmen, abrollen. Hände von hier aus ein Stück weiter nach vorne und nochmal aufrollen, Cobra wird noch größer, bleib hier für einen Moment, vielleicht die Arme durchgestreckt, spann deinen Po und deinen Bauch an, atme tief ein und lege dann ganz langsam und genüsslich wieder ab. Den rechten Arm fädelst du unter deinem linken durch, um die Schulter so ein bisschen zu dehnen. Hier kannst du dir auch einen Block unter die Stirn legen, wenn das angenehmer ist. Für ein paar Atemzüge bleibe hier. Lass das Gewicht deines Oberkörpers sinken auf diesen Arm. Spür die Dehnung im rechten Schulterblatt. Und atme ein paar Mal gegen den Boden. Dann lösen wir langsam auf und du fädelst den linken Arm unter dem rechten durch, richtest dich hier ein, gerne mit Block unter der Stirn und dann komme an. Augen sind geschlossen, Atem zieht ganz ruhig in den Bauch. Langsam auf, setz die Hände zurück unter deine Schultern, gib Druck nach unten, schieb dich in eine Brettposition und in den herabschauenden Hund zurück. Ein paar freie Bewegungen hier, mal ganz lang werden und dann den linken Fuß nach vorne setzen, dein rechtes Knie zum Boden, Arme heben für die Einatmung, ausatmen, Becken tiefer nach vorne sinken. Dann finde nochmal mehr Länge und im Ausatmen setz die Hände zum Boden. Linken Arm heben, öffne dich weit. Setz die Hand innen am linken Fuß ab und atme aus. Und dann wanderst du an dieser Stelle beide Hände mehr auf deine rechte Seite, weg vom linken Knie. Eine schöne Dehnung in deiner linken Flanke. Tief ein. Tief aus. Komme langsam zurück nach vorne. Und jetzt fädelst du den linken Arm unter deinem Bein durch und kommst hier nochmal etwas tiefer mit dem Oberkörper. Hände ganz weit voneinander entfernt. Löse das auf, setz die Hände wieder zurück, schieb dich in einen dreibeinigen, herabschauenden Hund, atme tief ein und setze dann Fuß neben Fuß. Herabschauender Hund. Rolle nach vorne in die Brettposition in deiner Einatmung und bringe Knie, Brust und Kinn nacheinander ausatmend zum Boden. Rutsch durch in Bauchlage, Cobra einatmen, Stirn zum Boden aus. Cobra etwas größer einatmen und ausatmen wieder tief. Einmal mehr, die ganz große Cobra ist schon fast ein Seehund. Arme sind durchgestreckt, Bauch und Gesäß ganz fest, Nacken lang, Schultern tief. Und dann löse langsam zum Boden zurück auf.
Wir dehnen noch ein bisschen die Oberschenkel, dafür deinen rechten Unterarm parallel zum kurzen Mattenrand. Die linke Hand greift zum Fuß und du bringst die Ferse Richtung Gesäß und drehst auch deine Fingerspitzen wieder nach vorne. Löse langsam und wechsel die Seite. Linker Arm parallel zum kurzen Mattenrand, die rechte Hand greift nach hinten. Fußspitze und Fingerspitzen zeigen nach vorn. Löse auch hier langsam auf. Hände unter deinen Schultern und dann schieb dich zurück in eine Kindeshaltung. Nimm gerne deine Arme nach hinten, lass die Schulterblätter rechts und links etwas tiefer sinken. Und genieße ein paar Atemzüge hier in deinen Rücken zu schicken. Rolle dann langsam zum Sitzen nach oben in den Fersensitz, heb die Arme weit über die Seiten und ziehe dann die Hände vor dein Herz. Genieße hier nochmal deinen aufrechten Sitz, spüre für einen Moment nach und dann verneige dich nach vorne. Namaste. So, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und ihr fühlt euch ein bisschen freier und ein bisschen beweglicher. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und einschaltet und wir gemeinsam Yoga machen. Bis dann!